Shalom, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei einem Bombenanschlag in der Nähe der Stadt Modi'in ist die 17 Jahre alte Rina Schnerb getötet worden. Ihr Vater und ihr Bruder wurden schwer verletzt. Polizei und Armee gehen von einem Terrorakt aus, der von palästinensischen Terroristen verübt wurde. Mehrere Tatverdächtige wurden festgenommen. Zur Beerdigung der jungen Frau kamen mehrere hundert Menschen in ihre Heimatstadt Lod. In Jerusalem trafen sich die Menschen ebenfalls, um Rina Schnerb zu gedenken. Sie sangen und beteten. Währenddessen lobten Vertreter der radikal-islamischen Hamas die Bluttat an der Jüdin als heldenhaft. Sie verteilten als Zeichen der Freude Süßigkeiten. Extremisten aus dem Gazastreifen haben ein Musikfestival in Sderot im Süden Israels mit 3 Raketen beschossen. 7 Menschen sind verletzt worden, viele erlitten einen Schock. 2 Raketen konnten noch in der Luft vernichtet werden, die dritte ging auf einer Straße in der Nähe des Festivalgeländes nieder und verursachte ein Feuer. Als Reaktion auf den Beschuss hat Israel nun die Lieferungen von Gas und Treibstoff in die Küstenenklave reduziert. Gazas einziges Kraftwerk ist auf Lieferungen aus Katar angewiesen. In Zeiten gewaltsamer Eskalation werden diese in der Regel von Israel eingeschränkt. Kampfflugzeuge der israelischen Luftwaffe haben offenbar einen iranischen Angriff mit Killerdrohnen verhindert. Die Israelis griffen Stellungen der Iraner und der Hisbollah-Miliz im Süden des Nachbarlandes Syrien an. Laut israelischer Armee hatten die vom Iran geführten Streitkräfte geplant, die mit Sprengstoff beladenen Drohnen gegen Ziele im Norden Israels einzusetzen. Regierungschef Benjamin Netanyahu erklärte, dass für den Luftschlag ein großer Aufwand nötig gewesen sei. Der Regierungschef zitierte den Talmud: Wenn einer kommt, dich zu töten, dann steh auf und töte ihn zuerst. Die Mehrheit der Israelis ist mit ihren Heimatstädten sehr zufrieden. Das geht aus neuen Zahlen des Zentralbüros für Statistik hervor. Demnach stellen 84% der Bewohner ihrer Stadt ein gutes Zeugnis aus. Am besten schnitten Kfar Saba und Tel Aviv Jaffa ab, am schlechtesten Jerusalem und Bat Yam. Faktoren für die Zufriedenheit waren unter anderem nahegelegene Parks und Grünanlagen, die Sauberkeit in der Nachbarschaft, öffentlicher Nahverkehr und Luftverschmutzung. Das israelische Start-up-Unternehmen Bsigo hat ein Lasersystem entwickelt, das die Bewegung von Mücken verfolgt und ihre Position mit einem roten Laserstrahl anzeigt. Das System versendet außerdem eine Nachricht an das Handy, wenn in einem Zimmer eine Mücke geortet wurde. Laut Bsigo wurden die Bewegungsmuster von Mücken 3 Jahre lang untersucht. Weiterentwicklungen des Geräts sollen die Mücken dann auch selbstständig töten können. Nun zum Wetter. Es bleibt sommerlich warm bei ungetrübtem Sonnenschein und 31 Grad in Tel Aviv. In Eilat wird es noch wärmer bei 39 bis 41 Grad. Soweit die Nachrichten für diese Woche. Aktuelle Meldungen aus Israel finden Sie auf unserer Homepage www.focus-jerusalem.tv. Machen Sie es gut!